Servus Performance Love Friends und herzlich willkommen hier in Essen auf der Essen Motor Show 2021. Es ist mal wieder soweit. Nach einem Jahr Pause sind wir wieder hier und hört mal, wie ruhig es ist. Richtig, es ist noch vor der Messe, das heißt unser Messestand ist auch noch nicht so, wie er sein sollte, beziehungsweise sein muss. In einer Stunde geht es erst los und ich habe gedacht, ich führe euch mal kurz hier ein bisschen rum, zeige euch mal ein bisschen was, vor allem auch, wo der ganze Performance Floor verteilt ist. Und deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit unser Messestand, mit dem fangen wir an. Hier haben wir ein Vendor Hall. Was ist ein Vendor Hall? Vendor Hall ist ein dreirädriges Kraftfahrzeug. Das Coole an dem Ding ist, Leergewicht 600 Kilo und 200 PS. Also das Ding macht richtig Spaß, auch mit der Kurvenlage. Man kann, es fühlt sich an, als ob man Motorrad fährt, aber man sitzt tatsächlich in einem Auto. Richtig geil verarbeitet, richtig luxuriös verarbeitet. Und mit dem Ding fällst du einfach auf. Wir merken das immer wieder, wenn wir hier am Messestand sind. Die Leute, die bleiben stehen, die haben sowas noch nie gesehen. Und genauso ging es mir auch. Und deswegen haben wir dann gesagt, hey, Vendor Hall, passt auf, was haltet ihr denn davon, wenn wir was zusammen machen für die EMS? Genau, ansonsten haben wir hier ganz normal unsere Race verbaut, Musterständer dastehen, unser neues Eventzelt haben wir auch mit dabei. Wen haben wir noch dabei? Wir haben noch Speed Days mit dabei, gehen wir gerade mal auf die andere Seite. Für alle Freunde des Autosports, des Tourenfahrens, hier Côte d'Azur Tour 06. bis 11. Juni 2022. Wer da Bock hat, schaut gerne einfach mal bei Speed Days vorbei. Gehen wir weiter. Ihr wisst ja, da wo wir sind, da ist auch meistens P61 und die Jungs haben dieses Jahr mal richtig aufgefahren. Audi R6 C7. Das Teil, wirklich brachial das Teil. Dann haben wir noch der Black Beast. Diesmal haben sie es ja über 1000 PS gemacht und standhaft. Der Golf kennt ihr auch, unser Eventauto. Was die auch dabei haben, C8. 2021 Baujahr, 780 PS, über 1000 Newtonmeter. Und schaut euch mal diese Mods-Felgen an von Hammann Tuning. 23 Zoll, 315, 25Z, R23. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. So viel zu unserem Stand. Ja gut, dazu muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Wo sind wir hier? Wenn die Autos so tief sind, dass es wirklich gerade so grenzwertig ist, dann sind wir beim Mutlu von Levella, der ja auch unseren Boden jetzt schon seit 2 Jahren hat und da auch echt eine richtige gute Freundschaft entstanden ist. Und ihr wart bestimmt auch schon hier, von dem her, der Stand von Mutlu, auch mit Performance Floor ausgestattet. Von Mutlu geht es direkt weiter. Einer Stand weiter zu Meguiar. Genau richtig. Meguiar ist auch Performance Floor seit einem Jahr. Gelb genommen, haben wir gesagt, musste halt ein bisschen schrubben, aber man sieht, der Boden einfach wunderbar sauber. So mag ich das. Ums Eck rum sind wir jetzt hier am Rand zu Halle 7. Kopfgetriebeöl, man kennt sie auch aus YouTube. Dummtüch, das sind die Jungs, die solche Kernbären über Äcker heizen, sich kaputt lachen. Und ich schwöre euch eins, da ist Humor garantiert. Die sind auch bekannt geworden durch die Marke Kopfgetriebeöl. Das ist kein Öl, das ist was hier. Kopfgetriebeöl. Kannst du schlucken, kriegst du Promille, kriegst du Umdrehungen. Deswegen auch hier Kopfgetriebeöl dieses Jahr mit dem Performance Floor. Gehen wir direkt mal weiter zu Halle 7. In Halle Nummer 7, auch ein alter Partner von uns, Simon Motorsport. Auch er hat wieder Autos mitgebracht. Gewohnte Stelle, gewohnter Ort und gewohnter Boden. Simon Motorsport auch natürlich mit Performance Floor ausgestattet. Und wenn wir dann weiterlaufen,
einmal hier ums Eck rum und geradeaus sehen wir schon den nächsten Performance Floor. Ihr seht Performance Floor dieses Jahr sehr, sehr vertreten, was uns natürlich umso glücklicher macht. Ne? So, hier sind wir jetzt bei Wheel Force und da ist was Besonderes. Deswegen will ich hier kurz einen kleinen Halt machen. Zum einen Performance Floor, aber diese Lichter hier, die ihr hier oben seht, werden wir ab nächster Woche auch bei uns im Online-Shop anbieten. Das heißt, auch das hier haben wir ins Programm aufgenommen, weil viele von euch gefragt haben, hey, habt ihr sowas nicht auch? Ihr habt ja den geilen Boden für die Aufbereiter, für die Folierer. Sowas wäre noch geschickt, wenn ihr das bekommen könnt. Auch das hier jetzt bei Performance Floor erhältlich. Ja, hier in Halle 7 haben wir noch mal jemand. Zwei sind bisher sehr bodenständig. Einer, der ist es jetzt geworden. Das heißt, hier sind wir bei Marx Performance. Kennt ihr bestimmt auch aus Instagram. Auch er hat einen Boden von uns. Bimmer Crew Schweiz hat einen Boden von uns. Und Autokorrektur hat jetzt auch einen Boden von uns. Das heißt, auch er wird jetzt bodenständig sein in Zukunft. Da ist er. Und da will ich nur ganz kurz sagen, Leute, wenn ihr farbige Gurte wollt, mit Aufdruck, mit allem drum und dran, schaut hier vorbei in Halle 7, weil das ist was ganz Besonderes. Da konnte nicht mal ich widerstehen. Also da auch auf jeden Fall vorbeischauen. Ja, man hört es schon. Hier wird gestaubsaugt. Es sollte einen Boden geben, den man nicht saugen muss an der Messe. So wie den hier zum Beispiel von Waschhelden, die auch schon seit 2 Jahren unseren Performance Floor haben. Ich habe mit denen gesprochen, die sind mehr als zufrieden. Haben gesagt, ey, da haben wir so viele Events schon hinter sich, hebt immer noch. Ansonsten wird drauf gearbeitet, von dem wir auch hier Waschhelden in Halle 6 mit Performance Floor ausgestattet. Und jetzt schauen wir mal, was es Neues so gibt in Halle 7. Hast du? Hast du? Hat er? Hat er, gut, hat er. Auch hier ein absolutes Messe-Highlight hier in Halle 7. Ein ganz besonderes Auto und das musste auch ganz besonders präsentiert werden. Und was darf da nicht fehlen? Genau, der Performance Floor. Ich weiß, heute sehr Performance Floor-lastig. Die nächsten Videos kommen wieder mehr bei Autos. Aber hier der unglaubliche Audi von Dr. Crazy. Wirklich ein absolutes Langzeitprojekt. Aber die Kombination mit dem Türkis, mit dem Weiß, das ganze Erscheinungsbild von dem Auto auf dem Boden, ja, macht uns stolz, dass da an uns gedacht wurde, dass da mit uns gesprochen wurde. Wirklich auch an der Stelle vielen lieben Dank an Prior Design, an Andreas, der da an uns denkt, gedacht hat. Vielen Dank, Andreas. Momentan sehe ich gerade, wir laufen hier bei Mutter vorbei und der ist sogar am Stand. Komm, wir gehen mal rüber und gucken mal. Zu alle, die gestern das Video von ihm geschaut haben oder vorgestern, wer weiß, wann das Video hier rauskommt. Wir haben noch eine kleine Rechnung offen. So, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's, wie steht's? Hast du gut geschlafen? Ja. Ja? Guten Morgen. Mutlu war ja gestern bei mir. Ich wollte heute eine Story machen. Gut, dass du mich erinnerst. Ja, sehe ich. Bei dir, du verkaufst ja hier auch am Stand. Und da habe ich gesagt, komm, wir könnt ja mal was machen. So ein Rabattcode, hau mal einen raus. Lustig, alle lachen. Nur du nicht. Was, ich hau noch einen drauf. Ihr kriegt es kostenlos. Kostenlos? Ja. Die Broschüre? Ja, Katalog, nicht Broschüre. Broschüre besteht okay, Katalog. Auf ein paar Seiten. Und auf jede Felge wie viel Prozent? 10%. 10% auf jede Felge. Ey Leute, schlag zu. Auf einen Satz sogar. Auf einen Satz? Ja, nicht mit einer Felge kann er nicht weil, wenig anfangen. Weil der Grieche schon fast schlecht ist gewesen. Nee. Na dann? Okay. Der war sowieso Messerabatt, deswegen. Okay. Also, dann machst du ein bisschen was mehr. Ja. Also 12%. Ja. 12%. Was willst du von mir am frühen Morgen? Junge, ich kam bei dir wenigstens bei Feierabend vorbei. Ja, überleg mal, da hatte ich schon 3 Promille im Schädel. Echt? Ja. Blöd. Ja, hätte ich das gewusst. Ja. Ja, also folgendes, schaut hier vorbei. Was machen wir für einen Rabattcode? Gianni ist notgeil. Der notgeile Gianni-Rabatt, ja. Das mach doch einfach. Sexy Gianni. Der sexy Mutlu und der sexy Gianni. Also für Bestellungen jetzt auch für Leute, die nicht auf der Messe sind, natürlich, ne? Ja, ja. Können Sie, da muss man aber erst was einrichten. Okay. Wir richten was ein, schaut in Instagram vorbei, da machen wir es rein. Okay. Oder die sollen im Instagram vorbeischauen, da ja. Reinmachen. Ja, meine ich ja. Das einfach reinschauen, machen wir. Gut, bis dann. Wohin? Wo gehst du hin jetzt? Nirgends. Ich bin fertig. Du warst die Letzte.